So. Sind wir hier fertig und können noch Omega. So. Ah, Moment, die Planete kann ich zuerst noch machen. Ah, nehmen. Wie gesagt, Mittelplanete interessieren mich nicht. Ich hole nur Planete, die hoch reich an Zeich sind. Aber der Vollständigkeit halber du nicht so alle gar. Dann sind sie wenigstens alle gar gescannt und ja, mit Name und hast nicht alles gesehen. Auf nach Omega. Willkommen auf Omega. Sie sind neu hier, nicht wahr? Ich merke sowas gleich. Erlauben Sie mir... Oh, hallo Moklin. Ich wollte gerade... Abgang wartet. Sofort. Natürlich, Moklin. Was immer Sie verlangt. Verdammte Aasgeier. Willkommen auf Omega, Shepard. Sie wissen, wer ich bin? Natürlich. Wir haben sie auf dem Schirm, seit sie in den Terminus-Systemen sind. Sie sind nicht ganz so raffiniert, wie sie glauben. Aria will wissen, was einen toten Spectre nach Omega führt. Sie sollten umgehend ins Afterlife gehen und ihre Aufwartung machen. Sparen Sie sich die Drohgebärden. Ich bin nicht auf Omega, um Probleme zu machen. Um sie herum explodiert ständig irgendwas, Shepard. Sie können es Aria nicht übel nehmen, dass sie ein Auge auf sie hat. Afterlife. Sofort. Ich empfange Quarantänewarnung. Als ob das meine Schuld wäre. Solo seine Klinik hat. Rechne mit Widerstand in der Transitstation. Ich habe außerdem Gespräch. Bitte. Sie müssen mir helfen. Wer hat Ihnen erlaubt zu reden, Blödmann? Sind Sie Said Massani? Ja, das bin ich. Sie müssen Commander Shepard sein. Wie ich höre, müssen wir eine Galaxie retten. Ich nehme an, man hat Sie informiert? Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Cerberus hat mir alles geschickt, was ich wissen muss. Meine Kontakte haben gesagt, wir sammeln einen Mann auf, nicht zwei. Batalianischer Delinquent. Hat jemanden so sauer gemacht, dass er mich angeheuert hat, ihn zu finden. Sogar für meinen Lebendigpreis. Bitte, ich war es nicht. Klappe, habe ich gesagt. Bud versucht, mich auf eine Verfolgungsjagd durch die ganzen Systeme zu treiben. Er hätte es besser wissen müssen. Die Typen fliehen immer nach Omega. Was passiert mit ihm? Ich übergebe ihn und kassiere das Kopfgeld. Was danach mit ihm passiert, ist mir egal. In welcher Beziehung stehen Sie zu Cerberus? Ganz ruhig. Cerberus bezahlt mir jede Menge Geld, damit ich ihnen bei ihrer Mission helfe. Das ist alles. Nicht viele Söldner würden ein Selbstmordkommando wegen der Bezahlung annehmen. Die meisten Söldner kriegen keine Angebote, wie Cerberus es mir gemacht hat. Diese Mission klingt nicht nach einem guten Geschäft. Aber ihr Unbekannter kann viele Credits locker machen. Schön, Sie bei uns zu haben, Said. Wir haben noch viel zu tun. Das hat man mir gesagt. Der Unbekannte hat ihn vermutlich von unserem Arrangement erzählt. Nein, die Information hat er wohl lieber nicht in die Akte aufgenommen. Gut, dass ich gefragt habe. Ich habe vor einer Weile eine Mission angenommen, kurz bevor ich bei Cerberus angefangen habe. Ich dachte, Sie hätten vielleicht Interesse. Haben Sie schon einmal von Vido Santiago gehört? Er ist der Anführer der Blue Suns, leitet die ganze Organisation. Anscheinend hat er kürzlich eine Eldfell Ashland Raffinerie auf Zoria eingenommen und missbraucht die Arbeiter als Sklaven. Das Unternehmen will der Sache ein Ende setzen. Ich sorge dafür, dass wir das erledigen. Gut. Wenn wir das aus dem Weg haben, können wir uns darauf konzentrieren, den Helden zu spielen. Ich schalte das Ding lieber ab, bevor es anfängt zu stinken. Wenn Sie das nächste Mal bereit sind, jemanden zu töten, bin ich auch startklar.
Und dann müssen wir zur guten Aria. Aria Tilo, gesagt Schneckche. Aber die hat's faustdick hinter der Ohre. Feigling. Sie still. Hä? Wozu der Scan? Wenn Sie nach Waffen suchen, machen Sie Ihren Job nicht besonders gut. Man kann bei toten Spectres nicht vorsichtig genug sein. Hinter Ihrem Gesicht könnte jeder stecken. Man hat mir gesagt, mit Ihnen müsste ich reden, wenn ich Fragen habe. Sie sind sauer. Kommt auf die Fragen an. Sie herrschen über Omega? Ich bin Omega. Aber man braucht mehr. Jeder braucht mehr von irgendwas. Und sie kommen alle zu mir. Ich bin der Boss, die Präsidentin oder Königin, wenn sie es dramatisch mögen. Ganz egal. Omega hat keinen offiziellen Herrscher. Und es gibt nur eine Regel. Leg dich nicht mit Aria an. Die ist cool. Die mag ich. Gefällt mir. Kann man sich leicht merken. Wenn sie es vergessen, wird jemand sie daran erinnern. Und dann werfe ich ihren Arsch aus der nächsten Luftschleuse. Also, was kann ich für sie tun? Zuerst morden. Ich suche nach Morden Solis. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Den salarianischen Arzt? Ich hörte, er hilft solchen Opfern in der Quarantänezone. Ich habe Morden immer gemocht. Man weiß nie, ob er einen heilt oder erschießt. Wie komme ich zu ihm? Wenn Sie wirklich zu ihm müssen, nehmen Sie ein Shuttle zur Quarantänezone. Ich kann allerdings nicht garantieren, dass man Sie reinlässt. Danke für die Information. Bringen Sie bloß die Seuche nicht hierher. Okay. Gehen wir zuerst Morden holen. Na, holen wir uns mal Frank. Okay, jetzt müssen wir zuerst in die Quarantänezone und Morden holen. Ich weiß nur nicht mehr, wo die genau ist. Okay, hier gibt es auf jeden Fall noch jede Menge Zeug zu kaufen, aber das ist immer richtig. Beschwerden sind sinnlos, Mann. Ich sagte doch, sie sollen verschwinden, Lady. Wegen der Seuche steht der gesamte Bezirk unter Quarantäne. Keiner kommt rein.
Ich bin ein Mensch, Sie Idiot. Menschen können sich nicht anstecken. Lassen Sie mich jetzt meine Sachen holen, bevor die Plünderer kommen. Fast jede Spezies ist davon betroffen. Wir gehen kein Risiko ein. Niemand darf rein, bevor das mit der Seuche nicht erledigt ist. Es gibt in den Slums einen Salarianer namens Morden Solus. Ich muss rein, um ihn zu finden. Der Doktor? Der Wahnsinnige hat hier im Bezirk vor ein paar Monaten eine Klinik eröffnet. Die Blue Suns waren darüber nicht sehr erfreut. Es heißt, Morden versucht, mit der Seuche fertig zu werden. Ich wünsche ihm Glück dabei, aber deswegen bleibt das Gebiet trotzdem abgeriegelt. Unser Befehl lautet, abzuwarten, bis entweder die Seuche oder die Blue Suns alle erledigt haben. Und dann reinzugehen und sauber zu machen. Hören Sie zu, Sie sitzen hier fest, bis die Quarantäne aufgehoben wird. Das könnte Wochen dauern. Vorrangig wäre es, das Problem umgehend zu lösen. Und genau da komme ich ins Spiel. Ich löse Probleme. Lassen Sie mich rein, dann bringe ich den Bezirk wieder in Ordnung. Wenn Sie glauben, Sie können das in Ordnung bringen, bitte sehr. Die Quarantäne dient ja eher dazu, Infizierte am Ausbrechen zu hindern. Ich gebe per Funk durch, dass Sie reinkommen. Moment, mich halten Sie auf, aber die nicht? Sie Mistkerl! Sie haben keinen Granatenwerfer, Lady. Verziehen Sie sich. Sie haben keinen Granatenwerfer. Okay, hier ist E0. Speichern wir mal. Nicht schießen, Sie dürfen rein. Medikits sind voll, okay. Viel Glück da drin. Die Blue Suns und die Watcher schießen auf alles, was sich bewegt. Erwischt. Nehmen wir Betäubungsschuss ab. Jetzt Brennmoscheen. Sehr schön. Sie haben die Toten wohl einfach auf der Straße liegen lassen. Seuchenkontrolle, einfachste Version. Leichen auf der Straße zu einem Haufen zusammenschieben und anzünden. Ah, eine neue Art zu hacken, okay. Jo. Wo ist es dann? Da ist es. Sehr schön. Sehr schön. Die können wir immer gebrauchen, die Munition. So, Sesam, öffne dich. Er wollte sich durch die Wand graben. Hätte ich an seiner Stelle nicht... Wohl. Achso. Ja, es sind einfach nur Paloks. Gibt es da hinten noch was zu holen oder muss ich jetzt direkt mit dem? Ja, komm. Schwätzen wir mit dem hier. Ein Mensch, hätte ich mir denken können. Schlimm genug, dass sie uns mit dieser Seuche infiziert haben. Und jetzt haben sie nicht mal den Anstand, auf meinen Tod zu warten, bevor sie mir meine Habseligkeiten stehlen. Kann man ihnen irgendwie helfen? Weg von mir, Mensch!
Ihre Art hat schon viel zu viel angerichtet. Ihre Seuche hat mir das angetan. Und ihr heuchlerisches Mitleid ist nun der Gipfel der Erniedrigung. Ich muss Morden Solus finden. Menschen, die einen Sympathisanten der Menschen suchen. Hoffentlich brennen die Vorschau diesen Morden und seine Klinik bis auf die Grundmauern nieder. Ich hoffe... Verdammt. Hey, bleiben Sie bei mir. Das wird die Seuche zwar nicht heilen, aber es wird Ihnen erstmal helfen. Sie haben mir geholfen. Warum? Es ist mein Job. Ich weiß nicht, ob ich ein Heilmittel für die Seuche finde, aber ich werde es versuchen. Ihre Worte klingen aufrichtig. Vielleicht liegt's am Fieber. Aber wie Sie sagten, was habe ich zu verlieren? Was möchten Sie wissen? Wenn ich Morden gefunden habe, erzähle ich ihm von Ihnen. Wenn er ein Heilmittel hat, sorge ich dafür, dass es jemand zu Ihnen bringt. Danke. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Aber wenigstens haben Sie mir einen Hoffnungsschimmer gegeben, der die Finsternis meiner letzten Stunden ein wenig erhellen wird. Ich will nicht sterben. Was immer Morden ist, ich will es riskieren, wenn er mich erreichen kann. Ich muss jetzt gehen. Leben Sie wohl. Okay. Ja, warum soll ich den killen? Ich mag den doch gar nicht und ich mag nach. Nee, ich weiß nicht. Quatsch, das hat sich jetzt ein bisschen falsch angehört. Nee, ich kenne nicht. Von daher. Leben und leben lassen. Und zack. Sesam, öffne dich. Geht gleich die Action ab. Also mein eigener Schild ausgenockt. Das kann dann nur mir passieren. Mann! Geht doch irgendwie. Ich setz gern alles in Brand. So, das war der letzte. Sehr schön. Von einer erhöhten Position aus ist das echt nice. Bisschen strategisch denke, hilft immer. Gibt's da irgendwas zu holen? Ne. Okay. War da ist eine verschlossene Tür. Dann gehen wir mal durch die durch. Mal gucken, was sich da befindet.
Zack, Sesam, öffne dich. Solche sind die Blue Suns hinter uns her. Sie bringen genauso viele Leute um wie die Krankheit. Warum sind die Blue Suns hinter ihnen her? Wir haben nichts getan. So ziemlich jeder im Bezirk, der kein Mensch ist, will uns tot sehen. Sie glauben, wir hätten die Seuche verursacht. Menschen werden nicht krank und das reicht ihnen als Beweis. Niemand weiß, wie viele von uns sie schon erwischt haben. Sie sollten lieber die Watcher unter die Lupe nehmen, nicht uns. Denn seit dem Ausbruch der Seuche übernehmen die Stück für Stück das Revier der Blue Suns. Ich muss Morden Solus finden. Ach ja, der hat eine Klinik auf der anderen Seite des Bezirks. Er soll jetzt Flüchtlinge aufnehmen. Er versucht den Seuchenopfern zu helfen und bietet Schutz vor den Suns und den Watcher. Na klar, ein Arzt mit Militärmax, der den Leuten umsonst hilft. Auf Omega. Wir sind doch nicht bescheuert. Sie können nicht in diesem Apartment bleiben. Das ist eine Todesfalle. Bei Morden haben Sie wenigstens eine Chance, das Ende der Quarantäne zu erleben. Sind Sie wahnsinnig? Das würden wir niemals schaffen. Auf den Straßen wimmelt es von Blue Suns und Watcher. Und wir haben nicht mal Pistolen. Außerdem setze ich mein Leben nicht für das Gerücht aufs Spiel, dass ein Salarianer mir Zuflucht gewährt. Ich weiß, dass Sie Angst haben, aber Ihre einzige Hoffnung besteht darin, es bis zu Mordens Klinik zu schaffen. Mich werden die Blue Suns und die Watcher beschießen, deshalb kann ich sie nicht mitnehmen. Eines verspreche ich Ihnen. Ich tue mein Möglichstes, um Ihnen einen Weg freizuräumen, damit Sie mir folgen können. Es ist riskant, aber ich sehe für Sie keine andere Chance. Okay. Sie haben recht. Wir schaffen es auf keinen Fall, wenn wir hier bleiben. Wir müssen es versuchen. Wir warten hier eine Weile und geben Ihnen Zeit, um den Weg freizuräumen. Dann brechen wir auf zu Mordens Klinik. Wenn wir Glück haben, treffen wir uns ja vielleicht dort. Ha. Ich bin also jetzt das Lockvogel. Der Lockvogel, okay. Naja. Ich kann mir was Schöneres vorstellen, aber egal. Gut, Munition ist voll. Das sieht interessant aus. Sturmgewehrmodifizierung ist auch nicht schlecht. Das sind ja die. Das ist wie bei Division, wenn du denn in den Tank schieße durch, explodiere sie über kurz oder lang. Jacob. Ja, Jacob, du bist auch ein Vollidiot. Ach, da ist noch ein Blue Sun übrig. Ich kann nicht so schießen. Anna, kriegst du jetzt verpasst? Eure Betäubungsschuss ab. Ich hätte vielleicht doch beim Sniper bleiben sollen. Ah ne, cool. Hat funktioniert.
gehen mir langsam auf den Keks, ey, ohne Witz. Komm, heil dich! Mann, Said! So, das war der Krokaner. Jetzt hatte ich immer noch diese blöden Watchers, ey. Ohne Witz. Einer weniger. Das ging voll daneben. So, war das jetzt der letzte? Alter Schwede. Das ist echt stramm. Aber, ja, in Deckung geht's halt. Munition! Munition! Wo ist Munition? Soll ich dich gleich erschießen oder später? Hey, was habe ich gesagt? Wir haben die Sachen gefunden. Sie gehören uns. Ah, vergessen Sie es. Hier liegt nur Müll rum. Ist ja schlimmer als das letzte. Kennen Sie einen Salarianer namens Morden Solus? Ja, den kenne ich. Hat eine Klinik gleich hier um die Ecke. Wenn Sie dahin wollen, brauchen Sie jede Menge Munition. Dort wimmelt's nur so von Blue Suns und Watcher. Was können Sie mir sonst noch über die Seuche erzählen? Weiß nicht. Hat vor einer Woche oder so angefangen. Die Aliens sind an allen Ecken umgekippt. Dann wurde der Bezirk unter Quarantäne gestellt. Es war klar, dass wir für uns selbst sorgen müssen. Also haben wir ein paar Apartments durchstöbert und mitgenommen, was wir tragen konnten. Viel haben wir nie gefunden. Ist eher eine arme Gegend, müssen Sie wissen. Was wissen Sie über die Vorcha?
Die Blue Suns haben sie immer in Schach gehalten. Aber seit so viele Suns krank wurden, arbeiten die Vorcher daran, den Bezirk zu übernehmen. Keine Ahnung, wer am Ende die Oberhand behält. Wir jedenfalls halten uns aus der Nummer raus. Erzählen Sie mir alles, was Sie über Morden Solus wissen. Der Typ ist verrückt. Er verbindet dir umsonst eine Schusswunde, aber wenn du ein paar Schmerztabletten abgreifen willst, tritt er dir in den Arsch und wirft dich raus. Mal ehrlich, Mann. Das war doch zu erwarten. Er ist mehr als ein Arzt. Kein Arzt erledigt so souverän eine ganze Einheit der Blue Suns. Ich weiß nur eins. Wenn Sie in seine Klinik gehen, sollten Sie besser keinen Ärger machen. Wir müssen gehen. Wir bleiben eine Weile hier und ruhen uns ein bisschen aus. Morgen ist ein großer Tag für uns. Jede Menge Apartments warten auf unsere ganz besonderen Reinigungsdienste. Okay. Oh. Das sind ja Schnummer, die Schmeißfliegen. So, war's das jetzt, oder? Toro, wenn wir doch noch mal ein paar auf. Sieht aus, als wären wir im Gebiet der Vorcher. Die Blue Suns haben einen Großteil ihres Reviers aufgegeben. Das ist nicht gut für sie. Ah, wir haben die Klinik erreicht. Sehr schön. Keine Dummheiten, sobald sie in der Klinik sind. Außer sie wollen sich mit dem Next. Das Feld ist sicher! Morden muss hier irgendwo sein. Reden Sie mit ihm. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Morden hat mir das Leben gerettet. Die Schuld... Professor, uns geht das Hydroxidin aus. Nehmen Sie Malanarin. Davon ist genug da und es ist fast genau. Dann bei Batterianer zu kämpfen. Sehr schön. Schwer zu kriegen. Feuer in der Massenherstellung. Warum nicht Heptacor? Zu instabil. Ergebnisse nicht verlässlich. Demozan ist die bessere Lösung. Nein, Demozan ist für Menschen giftig. Also keine Option. Keine Option. Professor Morden Solus? Kein Einheimischer. Zu gut bewaffnet für Flüchtlinge. Keine Söldneruniform. Quarantäne besteht immer noch. Aus anderem Grund hier. Vorcher? Beseitigung? Unwahrscheinlich. Vorcher nur Symptom. Nicht Ursache. Die Seuche? Untersuchung möglicher Biowaffe? Nein. Zu viele Waffen. Zu wenig Gerätschaften zur Datensammlung. Soldaten? Keine Wissenschaftler. Gedungene Mörder vielleicht? Auf der Suche nach jemandem? Ja. Aber nach wem? Nur die Ruhe, Morden. Ich bin Commander Shepard und ich habe nach Ihnen gesucht. Ich bin mit einer sehr wichtigen Mission betraut und brauche Ihre Hilfe. Mission? Was für eine Mission? Nein. Zu beschäftigt. Klinik unterbesetzt. Seuche breitet sich zu schnell aus. Wer schickt sie? Haben Sie je von einer Organisation namens Cerberus gehört? Wege haben Sie schon gekreuzt. Dachte, Sie arbeiten nur mit Menschen zusammen. Wozu Anforderungen von Hilfe durch Salarianer? Meine Mission ist das Ausschalten der Kollektoren und ich brauche Ihre Hilfe. Kollektoren? Interessant. Seuche in den Slums wurde künstlich hergestellt. Kollektoren eine der wenigen Gruppen mit dazu nötiger Technologie. Haben vielleicht ähnliche Ziele. Aber muss erst Seuche aufhalten. Habe bereits Heilmittel, muss es verteilen über Umweltkontrollzentrum. Wird von Vorcher bewacht. Müssen ausgeschaltet werden. Ich übernehme das und kümmere mich um die Vorcher. Was zum Teufel war das? Die Vorcher haben die Umweltsysteme abgeschaltet. Sie wollen alle töten. Wieder einschalten, unbedingt notwendig. Sonst erstickt der ganze Bezirk. Hier, nehmen Sie Heilmittel für Seuche. Dazu als Vertrauensbonus Waffe von toten Söldnern der Blue Suns. Könnte sich gegen Vorcher als praktisch erweisen. Eines noch, Daniel, einer meiner Assistenten. Er ging ins Revier der Vorcher, um nach Opfern zu suchen. Ist nicht zurückgekommen. Wenn ich ihn sehe, tue ich mein Möglichstes, um ihm zu helfen. Danke. Sagte ihm, er soll nicht gehen. Aber er ist klug. Hat eine große Zukunft.
Ich habe in der Nähe des Eingangs zu diesem Bezirk ein batarianisches Seuchenopfer gefunden. Können Sie ihm Hilfe schicken? Riskant. Lusans und Vorta kämpfen noch. Bezirk nicht sicher. Mal sehen, was ich tun kann. Dann auf zur Umweltanlage. Gut. Ja, gut. Sehr schön. Energieversorgung wiederherstellen. Heilmittel freisetzen. Werde bei Ihrer Rückkehr hier sein.